In dieser Präsentation beginnen wir mit dem Folienmaster. Wozu brauche ich den Folienmaster? Dazu einfach einmal ein Praxisbeispiel. Wir haben ja in den vorigen Videos diese Präsentation zu Tieren erstellt. Und angenommen, ich käme jetzt auf die Idee, dass mir die Schriftart, die hier auf allen Folien gleich ist, was ja meistens so ist bei Präsentationen, ich hätte gerne ein einheitliches Design, und die ist hier bei allen Folien, ich klicke mal rein, diese Jill Sans MT. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Schriftart ändern wollen würde auf, machen wir einfach mal eine Änderung, zum Beispiel Erasbold, dann merke ich jetzt natürlich Folgendes, und zwar ich habe hier eine Überschrift in der Schriftart, aber ansonsten sind hier alle Texte gleich geblieben. Wenn ich das wirklich so möchte, okay, aber meistens ist es ja so, dass ich gerne ein einheitliches Design hätte auf allen Folien. Daher mache ich das mal rückgängig. Stellt euch vor, wir hätten jetzt da 100 Folien, das wäre hier schon aufwendig genug, aber stellt euch vor, wir hätten 100 Folien und ich müsste jetzt auf allen Folien die Schriftart ändern. Dann ist das ein bisschen unpraktisch. Falls ihr euch erinnern könnt, in Word haben wir das mit Formatvorlagen umgesetzt. Das heißt, ich konnte dann ganz einfach, wenn ich das alles gut mit Formatvorlagen durchformatiert habe, quasi mit Mausklick auf alle Textpassagen, die dieselbe Formatvorlagen hatten, ändern. Und ähnliches Prinzip gibt es jetzt hier im PowerPoint, aber nicht mit Formatvorlagen, sondern mit dem sogenannten Folienmaster. Den Folienmaster mache ich auf, indem ich auf die Registerkarte Ansicht klicke. Und dann habe ich hier den Folienmaster. Das Grundprinzip des Folienmasters ist wie folgt. Ich habe hier ganz am Anfang die sogenannte Masterfolie. Und diese Masterfolie ist hierarchisch allen anderen Layoutfolien unterstellt. Das sehe ich hier daran, dass hier oben bei 1 die Folie, diese erste ist, und hier diese strichierten Linien sind. Und ich sehe, die führen alle retour zu dieser Masterfolie. Und Änderungen, die ich bei dieser Masterfolie jetzt mache, übernehmen sich im Großen und Ganzen, es gibt ein paar kleine Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen übernehmen sich diese Änderungen auf alle anderen Folienlayouts, die ich hier als Unterlayer dieser Masterfolie angelegt habe. Also, wenn ich jetzt hier die Schriftart ändere, zum Beispiel bei diesem Titel hier, dann ändert sich die Titelschriftart auch hier bei allen Titelformaten auf all diesen Folien hier. Hier steht auch Master-Titel-Format, also das ist eben dieser Master-Titel, den ich hier einmal ändern kann. Und hier unten hätte ich noch das Master-Text-Format, das heißt auch diese Master-Texte kann ich auf jenen Seiten, wo das vorkommt, verändern. Aber eben nur, wo eben diese Master-Texte sind. Zum Beispiel bei Smart-Art-Texten und so kann ich das nicht beim Ausdruck verändern, weil das hier gar nicht vorkommt. Aber das schauen wir uns dann in anderen Videos genauer an. Gut, also machen wir das jetzt einmal. Ich bin jetzt auf hier auf dieser Masterfolie, Folie 1, und am besten ist einfach, ich ziehe jetzt da mit linker Maustaste gedrückt hier einmal drüber, dann sind alle Elemente auf dieser Masterfolie markiert. Ich gehe auf die Registerkarte Start und ändere jetzt diese Schriftart zum Beispiel auf dieses Erasbold ITC, damit wir einen guten Kontrast zuvor sehen. Jetzt sehe ich einmal erstens, dass im Folienmaster drin, bei diesen Unterfolien, sich diese Schriftart auch überall geändert hat. Und wenn ich jetzt den Folienmaster verlasse, wie verlasse ich den? Indem ich hier oben auf die Registerkarte Folienmaster, die ist immer nur dann da, wenn ich im Folienmaster drin bin, die ist hier links vom Start, wenn ich hier klicke auf Masteransicht schließen. Und jetzt sehe ich, dass sich die Schriftart hier bei diesen normalen Texten überall verändert hat. Bei diesen SmartArt-Diagrammen nicht, in der Tabelle auch nicht. Und bei den Diagrammen auch nicht, weil das haben wir auf der Masterfolie nicht verändert. Aber überall, wo ich eben Überschriften habe oder wo ich Textelemente habe, hat sich die Schriftart einheitlich verändert per Mausklick. Und in den nächsten Folien, im nächsten Video schauen wir uns das dann noch ein paar Spezialitäten des Folienmasters an.